Die Schallgrenze galt lange als unüberwindbar. Kann man schneller fliegen als der Schall? Also mach eins. Und überleben? Um diese Grenze von etwa 1200 Kilometern pro Stunde zu überwinden, entwickelten Ingenieure immer abenteuerlichere Formen und Triebwerke. Jeder kennt das Space Race, aber es gab auch ein Rennen um die Überschallgeschwindigkeit. Wagemutige Piloten riskierten ihr Leben im Namen von Wissenschaft und Technologie und stellten dabei immer neue Rekorde auf. Sie waren Helden, denn sie flogen Experimentalflugzeuge und das ist gefährlich. Es war ein jahrzehntelanges Rennen, bei dem Piloten immer neue, unvorstellbare Geschwindigkeiten erreichten. Ihre Flugzeuge wurden zu Legenden der Luftfahrt. Bell X-1, Swallow, Delta Dagger, Concorde, X-15, MiG-23 und die geheimnisvolle Blackbird. Dieser Jet war schneller als eine Gewehrkugel. Er war aufregend, einschüchternd und beängstigend zugleich. Flugzeugkonstrukteure verschoben die Grenzen des Machbaren, vor allem im Dienste des Militärs. Im Kalten Krieg wurde die Luftfahrt sehr kompliziert und wissenschaftlich. Erfolge in der Aerodynamik und der Entwicklung extrem leistungsstarker Triebwerke, die Erfindung von hitzebeständigen Materialien, Computersimulationen. Die Wissenschaft machte in dieser Zeit große Fortschritte. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende der Concorde planen US-amerikanische Unternehmen erneut, Überschallflüge mit Passagiermaschinen anzubieten. Ziel ist es, den Überschallknall so weit zu reduzieren, dass ein Mensch auf der Straße ihn aushalten kann. Was genau ist die Schallmauer? Wie schafften es die Piloten und Ingenieure, sie zu durchstoßen? Und wie kommen die internationalen Luftstreitkräfte zu immer schnelleren und leistungsstärkeren Kampfflugzeugen? Die Geschichte eines Wettlaufs, in dem Mensch und Maschine sich verbünden, um immer schneller zu werden. Longdivision in der Bretagne ist ein wichtiger Stützpunkt der französischen Marineflieger. Die hier stationierten Rafale-Jets sind rund um die Uhr einsatzbereit. Ihre wichtigste Eigenschaft? Speed. Mit bis zu 2125 Kilometern pro Stunde sind sie deutlich schneller als der Schall. Ihre Piloten werden für Verteidigungs- und Angriffsoperationen ausgebildet. Bei einer Bedrohung teilen wir uns auf und fliegen mit Überschall. Wenn wir feuern müssen? Thomas ist Pilot der französischen Marine. Das heutige Training? Ein feindliches Schiff angreifen und das Gebiet mit Überschallgeschwindigkeit verlassen. Heute geht es um Beschleunigung und darum, bei Überschalltempo zu kämpfen. Geschwindigkeit war für das Militär schon immer entscheidend. Sie ist so wichtig, weil Flugzeuge üblicherweise die ersten Streitkräfte sind, die bei einem militärischen Konflikt vor Ort sind. Je schneller sie eintreffen, desto besser können sie das Schlachtfeld beherrschen. Schnellere Flugzeuge bringen Streitkräften also einen großen Vorteil. Einer muss den Kampf gewinnen. Und das ist der, der als Erster da ist, den Feind überrascht, das Feuer eröffnet und dann verschwindet. Fliegt man schneller als 1200 km/h, durchbricht man die sogenannte Schallmauer.
Je näher man der Schallmauer kommt, desto größer wird der Luftwiderstand. Die Aerodynamik wirkt sehr stark auf Nase und Flügel des Flugzeugs. Fliegt ein Flugzeug unterhalb der Schallgeschwindigkeit, breitet sich das Geräusch seiner Triebwerke in alle Richtungen aus. Dies ändert sich beim Erreichen der Schallgeschwindigkeit. Der Luftwiderstand steigt stark an und hindert das Flugzeug daran, schneller zu werden. Doch mit genug Schub kann das Flugzeug diesen Luftwiderstand durchbrechen. Dabei entsteht eine starke Stoßwelle, die von Beobachtern als Überschallknall wahrgenommen wird. Man kann sich das vorstellen wie ein Klatschen. In der Luft entsteht für einen kurzen Moment ein Loch. Wenn das Flugzeug hindurchfliegt, trifft die Luft hinter ihm wieder zusammen und es knallt. Das ist es, was man hört. Die Stoßwelle eines Körpers mit Überschallgeschwindigkeit nennt man den Machschen Kegel, benannt nach dem Physiker Ernst Mach. Am Boden hört man einen lauten Knall. Kurs 250, erhöhen Geschwindigkeit. Klarer Himmel voraus. Mach 072. Geht auf 75, 500 Knoten. Beschleunigen weiter. Mach 095. Mach 1. Mach 102. Die Rafale hat Mach 1 erreicht. Rund 1200 Kilometer pro Stunde. Und jetzt langsamer. Was unter Mach 1 liegt, wird als Unterschallgeschwindigkeit bezeichnet. Heute ist es für Kampfflugzeuge ein leichtes, die Schallmauer zu durchbrechen. Doch das war nicht immer so. Die Pioniere des Überschallfluges müssen enorme Hindernisse überwinden, um schneller als Mach 1 zu fliegen. Die ersten Versuche finden in den 1930er Jahren statt. Damals werden die Flugzeuge von wenig leistungsstarken Propellern angetrieben. Sie kommen auf maximal 500 Kilometer pro Stunde. Mit dieser Antriebsart ist es unmöglich, genug Energie zu erzeugen, um die Schallmauer zu durchbrechen. Der entscheidende Schritt war die Entwicklung des Strahltriebwerks. Überschallflug benötigt sehr viel Power.1937 baut und testet der Engländer Frank Whittle in einem Labor das erste Strahltriebwerk. Es funktioniert und das Projekt scheint vielversprechend. Eine große Menge Luft wird vorne in das Triebwerk eingesogen und verdichtet, um den Druck zu erhöhen. Dann wird Kerosin in die komprimierte Luft gespritzt. Wenn es verbrennt, dehnt sich das Gas aus. Mit extrem hohem Druck schießt es aus dem Ende der Turbine. Die ersten Kampfflugzeuge mit Strahltriebwerken gibt es gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie erreichen Geschwindigkeiten von fast 900 Kilometern pro Stunde. Die Piloten berichten von einem beängstigenden Phänomen, das bei der Annäherung an die Schallmauer auftritt. Die Flugzeuge sind einfach noch nicht für solche Geschwindigkeiten ausgerüstet. Die Steuerung blockierte. Sie wurde starr und ließ sich nicht mehr bewegen. Außerdem begann das Flugzeug zu vibrieren. Die Steuerflächen bekamen einen Stoß, wenn die Stoßwelle über sie rauschte. Und manchmal sackte das Flugzeug einfach ab. Wenn man nicht mehr lenken kann und das Flugzeug abstürzt, was bleibt da noch? Dann ist es aus. So entsteht die Legende von der undurchdringbaren Schallmauer. Es gibt keine Mauer. Aber solange sie nicht das Problem der Lenkung in den Griff bekamen, war es unmöglich, Mach 1 zu erreichen.
1946 startet die NACA, die Vorläuferin der NASA, ihr X-Flugzeugprogramm. Das Ziel? Wissenschaftliche Daten zu erheben und die Schallmauer zu durchbrechen. NACA und Air Force wollten in der Wüste die Antwort auf eine Frage finden. Kann man schneller fliegen als der Schall, also Mach 1, und überleben? Bisher hatte das noch niemand geschafft und sie wollten es probieren. Die Ingenieure sind überzeugt, der Schlüssel ist die Leistungsfähigkeit des Triebwerks. Die deutsche V-2-Rakete, die die Amerikaner nach dem Krieg sicherstellten, war mit zwei Raketentriebwerken bestückt. Diesen Antrieb verwenden sie dann auch bei ihrem Prototyp, der Bell X-1. Das Konzept ist einfach. In einer Röhre befinden sich ein Tank, der mit Treibstoff gefüllt ist, und ein weiterer, der ein Oxidationsmittel enthält. Werden die beiden Flüssigkeiten in der Brennkammer vermischt und entzündet, erzeugen sie enormen Schub. Je schneller das Gas ausgestoßen wird, desto leistungsstärker der Antrieb. Dieses simple, aber hocheffiziente System ist die Grundlage für den Erfolg der Bell X-1. Der Hauptfokus lag bei der Bell X-1 auf der Erzeugung von Schub. Die entscheidende Messgröße für den Erfolg war, ob ihr Raketentriebwerk genügend Schub erzeugen konnte, um die Schallmauer zu durchbrechen, ohne dabei auseinanderzufallen. Das zweitwichtigste war eine starke Struktur. Man wollte den Schub schließlich überleben. Bei der Entwicklung der Bell X-1 stellt sich eine grundlegende Frage. Welche Form soll das Experimentalflugzeug haben? Die Ingenieure entscheiden sich für die Form eines Projektils. Als Vorbild für den Rumpf diente eine Kugel mit Kaliber 50. Die Ingenieure wussten, dass sie bei Überschallgeschwindigkeit stabil fliegt. Sie überschlägt sich nicht und sie schlingert nicht. Deswegen haben sie den Rumpf ihrer Form nachempfunden. Die Bell X-1 wiegt 5,5 Tonnen, ist grell-orange lackiert und wirkt fast ein wenig rundlich, doch sie ist perfekt auf Geschwindigkeit ausgelegt. Das Cockpit ist in den Rumpf integriert, damit das Flugzeug die Form eines Geschosses behält. Gerade und dünne, aber extrem starke Tragflächen komplettieren das Design. Die X-1 war das erste Flugzeug, das explizit für den Zweck gebaut wurde, die Schallmauer zu durchbrechen. Im Juni 1947 ist sie bereit für ihren ersten Testflug. Nun braucht es nur noch einen wagemutigen Piloten, der sich ans Steuer des bemannten Projektils setzt. Er findet sich in Chuck Yeager. Er war ein Fliegerass des Zweiten Weltkriegs mit 13 Abschüssen in Europa. Er war ein sehr fähiger Pilot. Die Bell X-1 hat ihren Piloten. Jetzt soll sie Geschichte schreiben. Am 14. Oktober 1947 trifft der Prototyp auf der streng geheimen Luftwaffenbasis Muroc in Kalifornien ein. Das raketenbetriebene Flugzeug kann nicht von allein starten. Es hängt am Rumpf eines riesigen Bombers, der es zum Start abwirft. Das Flugzeug musste aus der Luft abgeworfen werden, weil sein Treibstoff nicht ausreichte, um selbst vom Boden aus zu starten, zu steigen, zu beschleunigen und zu landen. Als eine Höhe von 5000 Metern erreicht ist, quetscht sich Chuck Yeager in das winzige Cockpit der Bell X-1. Er zündet die ersten beiden Raketentriebwerke. Der Treibstoff reicht nur für etwa 2,5 Minuten. Das Flugzeug vibriert bei der Beschleunigung. Die Nadel des Machmeters schwankt zwischen 0,85 und 0,95. Die Maschine nähert sich der Schallmauer.
Chuck Yeager zündet die verbleibenden Triebwerke und die Schubkraft von fast 3 Tonnen drückt ihn in seinen Sitz. Die Nadel erreicht Mach 1, etwas mehr als 1200 Kilometer pro Stunde. Der Knall ist der Beweis. Am 14. Oktober 1947 wird die Schallmauer zum ersten Mal durchbrochen. Die Bell X-1 ist das erste Überschallflugzeug und Chuck Yeager der schnellste Mensch der Welt. Er hat's getan. Keiner wusste, was passieren würde. Überschallflug war nicht so schlimm, wie man gedacht hatte. Aber einer musste der Erste sein. Das Ingenieursteam der Bell X-1 hat der Welt bewiesen, dass man mit Überschallgeschwindigkeit fliegen und überleben kann. Die Bell X-1 hat als erstes Fluggerät die Schallmauer durchbrochen. Aber sie war mehr Rakete als echtes Flugzeug. Sie hatte keinen praktischen Nutzen, sondern war ein reines Vorführobjekt. Die nächste Aufgabe für die Ingenieure? Ein Flugzeug zu entwickeln, das für längere Zeit mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kann. Es gilt, Kampfflugzeuge und Bomber überschallfähig zu machen. Angespornt vom Vorstoß der Amerikaner versuchen nun auch andere Länder, die Schallmauer zu überwinden. Die Briten, Europas führende Luftfahrtnation, zählen dabei auf ihren legendären Konstrukteur Geoffrey de Havilland. Der Flugzeugbauer ist spezialisiert auf Düsentriebwerke und seine Kampfflieger sind schnell. Doch nicht schnell genug für diese Aufgabe. De Havilland will Mach 1 nicht mit einem Raketenflugzeug erreichen wie die Amerikaner, sondern mit einer Maschine, die vom Boden aus starten kann. Deshalb konzentrieren sich seine Ingenieure auf die Aerodynamik. Das Wissen über Aerodynamik und seine Anwendung ist unerlässlich, um die richtige Form für ein Überschallflugzeug zu entwickeln. Als Vorlage wählen die britischen Ingenieure die deutsche Messerschmitt ME-262 mit ihren Pfeilflügeln. Bis dato hatten Flugzeuge gerade Tragflächen. Doch gepfeilte Flügel ermöglichen eine bessere Luftströmung um die Maschine herum. Je spitzer die Flügel, desto schneller das Flugzeug. Bei seinem Prototyp geht de Havilland weiter als die Deutschen und reduziert den Winkel um zusätzliche 10 Grad. Ein entscheidender Schritt. Die Pfeilflügel sind deshalb so wichtig für den Überschallflug, weil die Luft, anders als bei geraden Flügeln, nicht frontal auf sie trifft, sondern an ihnen entlang und seitlich abfließt. Das verringert den Widerstand und erhöht die Stabilität, wenn man die Schallmauer durchfliegt. Am 6. September 1948 rollt die de Havilland 108 für ihren Testflug auf die Startbahn. Mit ihren pfeilartigen Flügeln ähnelt sie einer Schwalbe. Daher ihr Name, Swallow. Der Unterschied zur Bell X-1? Das Flugzeug wird von einem Düsentriebwerk und nicht von Raketen angetrieben. Am Steuer sitzt der ehemalige Royal Air Force Pilot John Derry. Ein Jahr nach den Amerikanern erreicht er in der Swallow Mach 1. Sie ist das zweite Flugzeug, das schneller fliegt als der Schall. Doch ihre Besonderheit liegt in etwas anderem. Im Gegensatz zur Bell X-1, die von einem Mutterflugzeug abgeworfen wurde, kann die Swallow selbstständig starten und landen. Pfeilflügel und Düsentriebwerk sind die ersten wichtigen Schritte, um Mach 1 zu überwinden.
Diese Innovationen ermöglichen es, Überschallflugzeuge in industriellem Ausmaß zu produzieren. Doch es gibt noch einige technische Hindernisse zu überwinden. Die gepfeilten Flügel machen das Flugzeug zwar schneller, aber sie haben auch Nachteile. Sie machen den Unterschallflug schwerer und sind nicht ideal für Kampfflugzeuge. Außerdem haben sie geringeren Auftrieb. Der amerikanische Flugzeughersteller Convair will dafür eine Lösung finden und entwickelt ein Flugzeug mit einer revolutionären neuen Form. Das ist die Convair F-102 Delta Dagger, einer der ersten Überschallabfangjäger, die in den USA produziert wurden. Sie war bahnbrechend. Die wichtigste Neuerung sind ihre Delta-Flügel. Diese Tragflächenform ermöglicht optimales Flugverhalten bei Überschallgeschwindigkeit und sehr gute Wendigkeit in Luftkämpfen. Von hier hinten sieht man, dass die Flügel die Form eines Dreiecks bilden. Von oben sieht es aus wie eine sehr starke Pfeilspitze. Es sind stabile und effiziente Flügel. Sie vereinen alle notwendigen Designelemente, um eine hohe Leistung, Stabilität, Tragkraft und die Sicherheit des Piloten zu gewährleisten. Die ersten Testflüge 1953 beweisen den Nutzen der Delta-Flügel. Bei geringer Geschwindigkeit bleibt das Flugzeug stabiler. Doch im wichtigsten Punkt enttäuscht die F-102 Delta Dagger zunächst. Sie schafft es nicht, die Schallmauer zu durchbrechen. Es ist fraglich, ob die Delta-Flügel sich durchsetzen werden. Die Ingenieure von Convair hören von der Arbeit von Richard Whitcomb, dem leitenden Aerodynamiker der NACA. Er arbeitet mit einem Konzept, das die Welt der Aerodynamik revolutionieren soll. Der Flächenregel. Vor Richard Whitcomb war das Flugzeug für die Ingenieure eine Anordnung verschiedener Elemente wie Flügel, Heck und Rumpf. Whitcomb sah das Flugzeug dagegen als ein Ganzes. Bei der Flächenregel wird die Größe des Rumpfes der Größe der Tragflächen angepasst. Das verringert den Luftwiderstand. Die Anwendung der Flächenregel führt zu einer neuen Rumpfform, der sogenannten Wespentaille. Die Rumpfform ist breit, schmal und wieder breit. Bei der F-102 kann man das gut erkennen. Das war revolutionär, weil es auf den ersten Blick nicht logisch erscheint. Flugzeuge wie die Bell X-1 waren ja noch wie Gewehrkugeln geformt. Durch die Flächenregel bekam der Rumpf eine etwas ungewöhnliche Form. Der Rumpf der F-102 wird um 3 Meter verlängert und in der Mitte verschlankt. Nach einem Jahr Arbeit kommt die Maschine mit Leichtigkeit auf Mach 1,2. Mit der Flächenregel macht die Überschallluftfahrt einen großen Sprung nach vorn. Die technischen Grundlagen für Überschallflugzeuge stehen nun fest. Strahltriebwerk, Deltaflügel und Wespentaille. Es ist der Beginn eines goldenen Zeitalters für die Flugzeughersteller. Die technischen Innovationen bei Militärflugzeugen halten Anfang der 60er Jahre auch Einzug in die kommerzielle Luftfahrt. Die Hersteller planen Passagiermaschinen, die die Schallgrenze durchbrechen können. Die Fluggastzahlen von Touristen und Geschäftsreisenden schnellen in die Höhe. Doch ein Transatlantikflug von Paris nach New York ist immer noch ein Abenteuer.
Man brauchte 11 bis 12 Stunden mit Tankstopps in Irland oder Island. Es dauerte lange, den Atlantik zu überqueren. Deswegen war der nächste logische Schritt, auf dieser Strecke Überschallflüge anzubieten. 1962 beschließen Frankreich und Großbritannien die Entwicklung eines gemeinsamen Langstreckenflugzeugs, das 100 Passagiere und ihr Gepäck mit doppelter Schallgeschwindigkeit transportieren soll. Die Concorde. Diese Maschine ist 8-mal schwerer als ein Kampfflieger. Es wird nicht einfach, sie mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Nachdem die Franzosen Tests in einem Windkanal durchgeführt haben, werden die Deltaflügel geringfügig verändert. Sie bekommen eine sogenannte gotische Zuspitzung. Bei der neuen Form entstehen kleine Wirbel über den Tragflächen. Das gibt dem Flugzeug 20% mehr Auftrieb als herkömmliche Deltaflügel. Wichtig für eine so schwere Maschine, besonders bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Das Design der Concorde ist einzigartig in der Luftfahrt, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. Die berühmten Tragflächen in Spitzbogenform waren ein aerodynamischer Geniestreich. Sie erlaubten es dem Flugzeug nicht nur relativ effizient mit doppelter Schallgeschwindigkeit zu fliegen, sondern auch mit wenig mehr Tempo als ein normales Flugzeug zu starten und zu landen. Ein leistungsstarkes Triebwerk muss her, mit dem es die 180 Tonnen schwere und über 60 Meter lange Maschine auf Geschwindigkeiten von bis zu 2500 km/h bringt. Die britische Firma Rolls-Royce bekommt den Zuschlag. Sie entstanden aus einem Triebwerk, das für militärische Überschallflugzeuge in Großbritannien entwickelt worden war. Zusammen mit dem französischen Triebwerkshersteller Snecma haben sie es für die Anwendung bei Verkehrsflugzeugen weiterentwickelt. Ergebnis der britisch-französischen Zusammenarbeit: das Olympus 593. Es ist 4 Meter lang und wiegt fast 3 Tonnen. Um das mächtige Triebwerk zu testen, wird es unter die Tragflächen eines britischen Vulcan-Bombers installiert. Sobald dieser seine Reisegeschwindigkeit erreicht, schaltet er seine eigenen Triebwerke ab und wechselt zum Olympus. Über mehrere Monate wird dessen Performance gemessen und verbessert. Jede Concorde erhält 4 Olympus-Triebwerke. Zusammen haben sie eine Schubkraft von bis zu 70 Tonnen. So viel wie 1500 Autos. Diese Power wird ermöglicht durch eine Zusatzeinrichtung im Triebwerk, dem Nachbrenner. Bevor das Abgas das Triebwerk verlässt, wird Kerosin hineingespritzt. Die Mischung entzündet sich erneut und erhöht den Schub um 25%. Beatrice Vial hat als Pilotin die Concorde geflogen. Trotz langjähriger Erfahrung ist sie auf ihrem ersten Flug überrascht von der Leistung des Flugzeugs. Ich bin als Pilotin vom 747 Jumbo-Jet zur Concorde gewechselt. Im Vergleich war die 747 wie ein Bus und die Concorde wie ein Formel-1-Wagen. Wenn ich beim Start die Nachbrenner zündete, spürte ich die Kraft und Geschwindigkeit. Die Beschleunigung war ein Erlebnis. Wenn wir in den Überschallflug gehen wollten, zündeten wir die Nachbrenner erneut. Es wurden je 2 gleichzeitig gezündet. Jedes Mal spürte man einen kleinen Ruck. Der Schub war enorm. In der Concorde berührten die Steuerknüppel fast die ganze Zeit die Instrumententafel. Wir waren immer auf voller Leistung. Die Concorde ist das einzige Flugzeug der Welt, das 100 Passagiere über 5000 Kilometer mit Mach 2 transportieren kann.
Der Überschallflug hat nach der militärischen nun auch in die zivile Luftfahrt Einzug gehalten. Doch Mach 2 ist nicht das Ende der Entwicklung. In den USA geht die wissenschaftliche Forschung weiter. Seit den 50er Jahren werden etliche Experimentalflugzeuge wie die Bell X-1 im sogenannten X-Flugzeugprogramm entwickelt und getestet. Das X-Flugzeugprogramm war eine Kooperation von Militär, Industrie und Wissenschaft. Alle X-Flugzeuge sollten Antworten auf spezifische Fragen geben. Fragen zur Steuerung oder zum Antrieb. Fragen wie, kann man die Flügel während des Fluges verstellen? Oder lässt sich ein Flugzeug ohne Höhenleitwerk fliegen? Das war anfangs keine gute Idee. Um solche Fragen ging es. Außerdem soll erforscht werden, wie man mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen kann, also Mach 5 oder 6000 km/h. Das Ziel: Flüge außerhalb der Erdatmosphäre und die Eroberung des Weltalls. Dafür wird ein neues Experimentalflugzeug entwickelt, die X-15. Sie wird zur Legende. Die X-15 ist eines der beeindruckendsten Flugzeuge, die je gebaut wurden. Ein raketenbetriebenes Hyperschallflugzeug. Das Experimentalflugzeug ist auf Geschwindigkeiten wie Mach 5 und darüber ausgelegt. Außerdem soll es in großen Höhen fliegen. Wer mit sehr hoher Geschwindigkeit fliegen möchte, muss das in großer Höhe tun. Dort ist die Luft weniger dicht, der Luftwiderstand ist also geringer und man kann einfacher auf Hyperschallgeschwindigkeit kommen. Die X-15 fliegt in bis zu 100 Kilometern Höhe, am Rande der Erdatmosphäre. Doch bei Mach 5 ist der Prototyp extremen Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius ausgesetzt. Das würde kein Pilot überleben. Nicht die Geschwindigkeit ist das Problem. Es ist die Temperatur. Denn die tötet einen, nicht die Geschwindigkeit. Um so hohe Temperaturen zu überleben, trägt der Pilot einen feuerfesten, druckdichten Spezialanzug. In großer Höhe ist der Luftdruck so niedrig, dass der Pilot nicht überleben würde. Er muss eine spezielle Ausrüstung tragen, die an die Bedingungen angepasst ist. Sie ähnelt der von Kosmonauten und Astronauten. Nach 20 Jahren Entwicklung bricht die X-15 alle Geschwindigkeits- und Höhenrekorde. Am 3. Oktober 1967 folgt Testpilot Pete Knight einem sehr genauen Ablaufplan. Die Experimente geben vor, was der Pilot während des Flugs tun muss. Auf der Anweisung steht: Rollen Sie die Maschine während des Fluges zweimal auf diese Seite. Ziehen Sie sie hier hin. Neigen Sie sie so. Dafür hat er sehr wenig Zeit, höchstens 1,5 Minuten. Er muss es also auf Anhieb hinbekommen. Die X-15 erreicht schnell unglaubliche Geschwindigkeiten. Das schafft Pilot Pete Knight dank der 8 Tonnen Treibstoff, die das Flugzeug geladen hat. Der Schub dauert nur 80 Sekunden, doch dafür ist er unfassbar stark. Die X-15 kommt auf Mach 6,7, fast 7300 Kilometer pro Stunde. Ein Rekord für ein bemanntes Flugzeug, der bis heute nicht gebrochen wurde. Für diese Geschwindigkeit muss die Maschine auf beinahe 60 Kilometer Höhe klettern.
Ein paar Wochen zuvor war sie sogar auf über 100 Kilometer gestiegen. Die Grenze zum Weltraum. Die Daten, die die X-15 auf ihren Flügen sammelt, tragen entscheidend zum Fortschritt der Raumfahrt bei. Da überrascht es kaum, dass einer ihrer Piloten der erste Mann wird, der den Mond betritt: Neil Armstrong. Außerdem ermöglicht die wissenschaftliche Forschung dem Militär, einige Flugzeuge zu entwickeln, die erfolgreich ihr Hoheitsgebiet verteidigen können. Ende der 60er Jahre verstärken die zunehmenden Spannungen zwischen dem Westen und der Sowjetunion im Kalten Krieg die militärische Luftfahrtforschung. Geschwindigkeit bleibt das wichtigste Ziel. Die Entwicklung von Überschallflugzeugen wurde im Kalten Krieg zu einem echten Wettkampf. Eine Nation versuchte immer, mit der anderen mitzuhalten. Der Kalte Krieg war ein entscheidender Faktor für die Fortschritte in der Luftfahrttechnologie. Geschwindigkeit war dabei ein zentraler Aspekt. Auf beiden Seiten des Atlantiks wuchs die Zahl der Forschungseinrichtungen und man überwachte sich gegenseitig. Es war also eine Mischung aus Wissenschaft und Spionage. Zwei Dinge sind für die USA und die UdSSR unerlässlich: Spionage und das Abhören des Feindes. Die Sowjets konzentrieren sich auf die Verteidigung ihres Landes gegen Atombomber und die zahlreichen amerikanischen Spionageflugzeuge, die permanent den Ostblock überfliegen. Sie brauchen ein Mehrzweckkampfflugzeug, das es auf Mach 2,3 bringt und für den Nahkampf geeignet ist. Daraufhin entwickelt der Flugzeughersteller Mikojan Gurevich die MiG-23. Es war der erste sowjetische Versuch eines Mehrzweckkampfflugzeugs. Die MiG-23 sollte eine große Reichweite haben und multifunktional einsetzbar sein. Um das zu erreichen, entwickelten ihre Designer die Schwenkflügel. Schwenkflügel lassen sich einfahren. Dadurch wird der Winkel zwischen Rumpf und Tragfläche verändert. Ein ausgefeiltes hydraulisches System ist eines der wichtigsten Merkmale der MiG-23. Es ist zuverlässig und funktioniert auch im Überschallflug problemlos. Hier drin sind höchst leistungsstarke Hydraulikkolben, die die Flügel vor- und zurück bewegen. Sie haben mit hohem Luftwiderstand zu kämpfen. Es ist wie wenn man beim Autofahren die Hand aus dem Fenster streckt. Hält man sie flach, fließt die Luft drüber. Dreht man sie in den Wind, wird sie nach hinten gedrückt. Dreht man sie so, ist der Widerstand geringer. Dasselbe Prinzip. Dank ihrer Schwenkflügel kann die MiG-23 von jedem sowjetischen Luftwaffenstützpunkt aus starten. Unabhängig von Länge und Beschaffenheit der Startbahn. When you want to take off from a short runway, auf einer kurzen Landebahn sind gerade Flügel am besten. Aber wenn man mit sehr hoher Geschwindigkeit fliegen möchte, um zum Beispiel einen Überschallbomber abzufangen, sind gepeilte Tragflächen besser. Die Schwenkflügel bieten beide Möglichkeiten. Die MiG-23 wird 1970 in Dienst gestellt. Sie kann auf geringer Höhe Ziele abfangen und angreifen. Das macht die UdSSR zu einem ernstzunehmenden Gegner. Um dagegen zu halten, entwickeln die Amerikaner ein zukunftsweisendes, extrem schnelles Aufklärungsflugzeug. Es kann über eine Stunde lang eine Geschwindigkeit von Mach 3 halten. Die geheimnisvolle SR-71 wirkt wie einem Science-Fiction-Film entsprungen. Ihr Aussehen trägt zu ihrer Berühmtheit bei. Sie wird Blackbird, also Amsel, genannt. Und sie ist wirklich so schnell, wie sie aussieht.
Die Blackbird war ihrer Konkurrenz in Geschwindigkeit, Flughöhe und Technologie um 30 Jahre voraus. Das Pentagon und die CIA unterstützen das Projekt. 1959 wird im Rahmen der sogenannten Skunk Works bei Lockheed Martin mit der Entwicklung begonnen. Die Skunk Works waren streng geheime Projekte. Niemand wusste, womit sie zu tun hatten. Geleitet wurden sie von dem bekannten Designer Kelly Johnson. Er ist eine Legende unter den Flugzeugentwicklern. Über die SR-71 sagte er einmal, dass sie alles von Grund auf neu erfinden mussten. Es gab zwar eine Idee, aber sie umzusetzen war eine ganz andere Sache. Die Anforderungen an die Blackbird sind lange Flugdauer und hohe Geschwindigkeit. Das zwingt die Ingenieure zu zahlreichen Neuerungen, von der Form bis zum Material. Je schneller ein Flugzeug, desto höheren Temperaturen ist es ausgesetzt, vor allem an Nase und Tragflächen. Durch die sogenannte Hitzemauer kann das Material beschädigt werden. Um sie zu überwinden, gibt es nur eine Lösung: die Verwendung von Titan, einem seltenen Metall, das sich perfekt für den Flugzeugbau eignet. Es ist leicht und hitzebeständig. Doch es wurde bisher noch kaum industriell verwendet, weil die entsprechende Technologie für seine Verarbeitung noch nicht existierte. Flugzeuge wurden nicht aus Titan gebaut, weil man es nicht schmieden kann und es Spezialwerkzeuge und spezielles Wasser erfordert. Es ist nicht leicht zu verarbeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Flugzeugbaus konstruieren die Ingenieure riesige Metallpressen, um die Bauteile der Blackbird zu formen. Außerdem entwickeln sie die ersten Roboter, um hochpräzise zu arbeiten. 93% der Blackbird bestehen aus Titan. Die Blackbird kommt ab 1966 bei der US Air Force zum Einsatz. Sie ist nicht bewaffnet. Ihre Aufgabe: Aufklärungsmissionen über dem Ostblock. Die einzige Information, die die Air Force über das Flugzeug veröffentlicht, ist, dass sie in einer Stunde ein Gebiet von fast 250.000 Quadratkilometern abdecken kann. Brian Schul ist einer der wenigen, die je eine Blackbird geflogen haben. Der Vietnam-Veteran hat einen Absturz überlebt und zögert keine Minute, um sich als freiwilliger Pilot für das geheime Flugzeug zu melden. Das war nichts für jeden. Nicht viele fanden es gut, einen Raumanzug zu tragen und nicht zurückschießen zu können. Dieses Flugzeug war das einzige, das bei jedem Flug aufregend, einschüchternd und beängstigend zugleich war. Ich erinnere mich noch, wie riesig das Flugzeug wirkte, als ich es zum ersten Mal sah. Ich hatte noch nie eine so große Maschine geflogen. Sie war knapp 33 Meter lang und wirkte wie ein lebendiger, hungriger Tiger, der lossprinten wollte. Es war, als würde sie flüssigen Stickstoff trinken und Abgase ausatmen. Als wäre sie ein lebender Organismus. Deswegen ist es etwas schade, sie so still und reglos zu sehen. So quiet and clean and motionless. Gab es je ein eleganteres Flugzeug, das zugleich bedrohlich wirkte? Ich glaube nicht. I
Ich glaube, es wurden mehr als 1000 Raketen auf SR-71-Maschinen abgefeuert. Doch das Flugzeug war zu hoch und zu schnell und wurde nie abgeschossen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende der 80er Jahre ändert sich die Mission der Luftstreitkräfte. Geschwindigkeit reicht jetzt nicht mehr aus, um dem Feind zu entkommen. Der Wettlauf um Geschwindigkeit hörte auf, als das Radar eine größere Reichweite bekam und Raketen auch sehr weit entfernte Ziele treffen konnten. Hohe Geschwindigkeit allein ist nicht mehr von Vorteil und daher nicht mehr so wichtig. Heute muss ein Flugzeug sehr lange Zeit mit hoher Geschwindigkeit fliegen können. Heute sind Flugzeuge mit Waffen für den Luftkampf ausgestattet, mit denen sie auf Maschinen feuern können, die mehr als 150 Kilometer entfernt sind. Ihre wichtigste Eigenschaft ist nicht länger Geschwindigkeit, sondern Tarnung. Sie müssen für den Feind so gut wie unsichtbar sein. Daher konzentrieren sich die Hersteller heute auf hochentwickelte elektronische Störsysteme und radarabsorbierende Materialien. Mehrzweckflugzeuge wie die Rafale oder Tarnkappenflugzeuge wie die F-22 könnten die letzten bemannten Kampfflugzeuge sein. Seit einigen Jahren arbeitet Lockheed Martin an neuen Projekten. Glaubwürdigen Gerüchten zufolge entwickelt Lockheed Martin den Nachfolger der SR-71, die SR-72, angeblich eine Hyperschalldrohne. Es gibt nur wenige Informationen über diesen unbemannten Flugkörper. Er soll mit Mach 6 bis zum Rand der Erdatmosphäre fliegen und Hyperschallraketen befördern können. Es ist schwer, die Zukunft vorherzusagen. Wir wissen nicht, wie wichtig Piloten sein werden. Fliegen künftige Flugzeuge ohne Piloten? Werden sie ferngesteuert? Wird künstliche Intelligenz eine Rolle spielen? Mit der Einführung von Drohnen und Hyperschallgleitern werden Piloten in den Luftstreitkräften weniger wichtig. Doch eines ist sicher: Die Luftüberlegenheit bleibt weiterhin ein entscheidender Faktor in kriegerischen Auseinandersetzungen. 25. Juli 2000. Eine Concorde der Air France stürzt ab. 3 Jahre nach dem Unglück wird das einzige Passagierflugzeug, das mit doppelter Schallgeschwindigkeit fliegen kann, aus dem Verkehr gezogen. Zu schmutzig, zu laut. Die Concorde ist nicht mehr zeitgemäß. Alles bewegte sich in eine andere Richtung. Die Flugzeuge wurden größer, effizienter, leiser und sie verbrauchten immer weniger Treibstoff. Dagegen wirkte die Concorde wie ein Dinosaurier. Von den 20 Concorde-Maschinen, die gebaut wurden, sind 2 im französischen Luft- und Raumfahrtmuseum ausgestellt. Die Concorde Sierra Delta hält mit 22 Stunden und 46 Minuten den Rekord für die schnellste Weltumrundung eines Flugzeugs. Heute bleibt dieses Formel-1-Auto der Lüfte, genau wie alle anderen Concordes, dauerhaft am Boden. Es war wohl das erste Mal in der Geschichte, seit Menschen auf den Rücken eines Pferdes gesprungen waren, dass sie das Tempo drosselten. Als die Concorde außer Dienst gestellt wurde, war es mit dem Geschwindigkeitswahn erstmal vorbei. Doch damit ist der Traum vom Überschallflug noch nicht ausgeträumt. Einige US-amerikanische Unternehmen wie Ariane, Boom Supersonic und Spark Aerospace haben einen neuen Wettkampf eingeläutet. Um ein modernes Überschallpassagierflugzeug. Ihr Ziel? Strecken wie London-New York in 3 Stunden und 15 Minuten zurückzulegen.
Die Technologie hat sich seitdem sehr weiterentwickelt. Sie sagen, dass sie dank neuartiger Baustoffe, moderner Systeme, verbesserter Aerodynamik, innovativer Formen und neuer Antriebssysteme schon bald etwas auf den Markt bringen können. Die größte Herausforderung, ein Triebwerk zu entwickeln, das leistungsstark genug ist. Der Bau eines Überschallflugzeugs ist immer noch eine enorme Investition. Die Hauptzielgruppe der Unternehmen sind daher erste Klasse und Business Class Passagiere. Es gibt nur sehr wenige Menschen, zum Beispiel Superreiche, die so etwas unbedingt mal erleben wollen und die sich einen solchen Flug leisten können. Eine der Schwierigkeiten der Hersteller, der Lärm beim Überschallknall. Die Forschung wurde für viele Jahre ausgesetzt. Wegen der Auswirkungen des Überschallknalls auf umliegende Wohnhäuser und die Umwelt. Doch in letzter Zeit wurde in Laboren erforscht, wie man die Schallmauer durchbrechen kann, ohne dass durch die Stoßwellen Lärm entsteht. Die Aufgaben für die zukünftigen Hersteller von Überschallflugzeugen für den zivilen Gebrauch haben sich geändert. Treibstoffersparnis und Lärmreduktion stehen an oberster Stelle. Letzteres würde ein Fliegen mit Mach 1 über bewohnten Gebieten ermöglichen. Das Unternehmen Arion arbeitet daran, das Problem des Überschallknalls zu lösen. Die Technologie nennt sich Mach Cutoff. Wir fliegen in einem Geschwindigkeitsbereich, der es verhindert, dass der Überschallknall den Boden erreicht. Dabei nutzen wir Witterungsverhältnisse wie Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu unserem Vorteil. Wenn wir ungefähr 1,1 bis 1,2 Mach halten, haben wir Überschallgeschwindigkeit. Diese wird mithilfe der Flugkontrollsysteme je nach Wetterlage angepasst. Das ist ein komplexes Problem. Und wir sind die Ersten, die so etwas entwickelt haben. Die zivilen Überschallflugzeuge der Zukunft werden einen Kompromiss darstellen. Ihre Konstrukteure wissen, dass sie eine Balance zwischen Geschwindigkeit, Umwelteinfluss und den Bedürfnissen ihrer Passagiere finden müssen. Die einzige Grenze ist unsere Vorstellungskraft. Uns fällt schon was ein. Als unsere Vorfahren den Vögeln beim Fliegen zugeschaut haben, dachten sie nicht an Mach 3. Aber sie stellten sich vor, wie es ist zu fliegen. Wir müssen eine neue Generation von Triebwerken erfinden, neue Formen und vieles mehr. Wir stehen noch ganz am Anfang. Schallmauer und Überschallflug bleiben faszinierende Forschungsgegenstände. Nach über einem Jahrhundert der Luftfahrt kennt die Vorstellungskraft von Flugzeugkonstrukteuren immer noch keine Grenzen. Und sie träumen weiter den Traum der Geschwindigkeit.